Ja, Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück bei My Time at Portia. Die letzte Folge, die ist ja nur etwas außer Kontrolle geraten, indem die ja nun doch ein größeres Ausmaß an Überlänge angenommen hat. Ein elektrischer Hochofen. Yay, den wollte ich aber nicht. Ja, von mir aus. Was haben wir hier? Könntest du mir, wenn du Zeit hast, ich möchte, dass du schnell etwas für mich baust. Carol. Hört doch mal auf, mir irgendwelche Aufträge zu geben. Ich krieg hier langsam die Krise mit dem Mist. Mach's mal 10 Stunden so. Nee, hier hätten wir nicht gebraucht, da scheiße. Hier hinten, die brauchen Dinger. Die brauchen nur Dinger. Der Apfelbaum nehme ich. Und der hier nochmal, der Aprikosenbaum. So, Tierchen wieder streicheln. Jeden Tag das gleiche. So, große Rohre können wir heute noch herstellen, indem wir dann erstmal die Bronzebarren uns aneignen. Und dann daraus Bronzerohre herstellen. Ich glaube, 3 haben wir schon. Wir brauchen ein paar mehr. Oh, die 6 machen wir gleich mal voll. So, das passt schon mal. Oh, hallo Albert, du möchtest mit mir spielen oder was? I'm glad you're all right. Mint's also doing okay. Last time I checked. We'll be proceeding with. Jo. Komm hier aus. So, oh Gott, nein, oh Gott, ich bin so, ihr wollt mich doch voll verarschen, oder? Carols Nähmaschine. Nähmaschine? Cool. Ach, hier waren die Fledermausmasken, oh Gott, ja, sehr schön. Hier, bitteschön. Was ist mit den Fledermausmasken? Nee, ne? Hello, call me a donut, but I'm getting really popular around here. There are even tourists coming to Portia. Sehr schön. But I do miss my dear Lara. Oh, soll ich jetzt Lara bauen oder was? What happened to her? Frying my circuits. I'm not sure. There must be something wrong with my memory chips. Oh no. Do you remember her looks? Maybe you can give me a drawing, and I can make a replica model of Lara for you. Holy lemonade! That's a great idea. Hang on. That. I'll see what I can. Make sure you get her legs just right. I'm kind of picky. Das glaube ich dir. So, cool. Wir haben ein Lara-Modell. So, wen gibt's denn hier? Momentchen. Momentchen mal, Freunde. Wo wollt ihr denn hier alle hin, hä? Freundchen, halt. Weaver, nee. Nee, du wirst es nicht. Doch, hier, Handelsauftrag. Du wolltest die Dings. Genau. So, wo bist denn du, Carol, jetzt? Carol? Die schon im Dings drin? Die wird wahrscheinlich schon hier drin sein. Na, super. Ach, ich krieg ja langsam echt die Krise. So, dann, wo hätten wir Lara? Da ist Carol. Hier ist Lee. Von dir wollte ich doch Nora. Scheiße, wann kriege ich denn die Pflanzkästen? Ah nee, die kann ich hier hinten kaufen, genau. Hey Carol. Nee, nicht du. Carol. Oh, Beltar, there you are. I'm sorry for asking you to come all this way, but I have a commission for you. You see, I was teaching Molly how to sew the other day, and the sewing machine broke partway through. It wasn't her fault. The machine was hundreds of years old anyway. How am I to keep up with the demand without a sewing machine? Can you be a dear and help me fix it? Na klar. Ah, thank you. I had Petra come over and take a look. She said that a cap setter thing in the machine's broken. Do you know what that is? No idea. Maybe I'll go ask her. Ja, mach mal. Oh mein, so. Durchladen. Pflanzkästen, da brauche ich 6 Stück. Danke. Okay.
Pflanzkästen, ey, damit wir hier irgendwelche isolierten Pflanzkästen basteln können. Ah, Mann, da wirst du doch bekloppt, ey. So viele Aufgaben. Ich hab keinen Bock mehr. Was ist denn hier jetzt los, ne? Hey, hallo. We'll probably need to train new core members soon if we're to continue to provide maximum security for our town. With the new bridge completed, we're now patrolling all the way to the desert. That's a large area to cover. Hey there, do you have a moment? Hello, Arlo. How can I help? During the last few days, I've been inspecting the Civil Corps storage room, and it turns out many of the weapons in there are in a sorry state due to poor maintenance and storage conditions. Was kann ich jetzt da machen? Unfortunately, many of them are no longer usable, so I'll be needing new weapons. Think you can craft me 2 arm stretchers, 1 cooking set and 10 packs of gunpowder? Ja. I appreciate it. Come and find me once you have the weapons ready. Alter, was basteln und bauen, ey. Warum ist der jetzt hier unten drin gewesen? Ah, oh, Mann. Ganz ehrlich, ich bin hier komplett durch mit dem Spiel so langsam. Das ist ja nur... Ist der nur noch von A nach B? Ja, irgendwo muss er weg sein oder so. Hier, der Griff ist fett, genau. Hier ist eine Beule. So lang. Ja. So, was haben wir denn? Da ist was, Fuji. Hier ist eine Beule. Ey. Ah ne, die Beule ist da. Hier. Ein Schaukelstühlchen. Oh Gott, das sieht ein bisschen schwieriger aus. Lehnen sind gleich lang. Hier unten, der Fuß ist zu lang. Irgendwo Dreck dran. Ja. So, was müssen wir jetzt alles machen? Wir müssen von Lara das Modell machen. Wo müssen wir noch hier hin? Die Nähmaschine müssen wir machen. So viele Aufträge hatten wir ja noch nie, ey. Hier gibt's Fisch zu kaufen. Ich glaube, ich brauche keine Datendist jetzt, um vielleicht nochmal so ein Forschungsdings zu schlagen. Zu starten bei der Petra. Carol's Sewing Machine? It's totaled. You can forget about fixing it. The model she had was really advanced. I can help you research a sewing machine that we can actually make. I just need you to bring me 5 data. I just got a letter from a colleague of mine in Vega 5. They think once the new road to Sandrock is complete, they can finally go modernize. So, hier nice. Petra. These'll do. Hi. Hi, did you discover something new? That should be enough data disks. Still, if you want to act, the data corruption on these disks are minimal. So, mehr könnten wir erstmal nicht herausholen. Wahrscheinlich dauert das jetzt eh wieder 20.000 Jahre. So, das heißt, die Nähmaschine können wir morgen erst wahrscheinlich wieder ganz in. Wir haben schon wieder so einen scheiß Roboter, echt, ey. Kann ich aber auch nicht in die Dings geben, wa? Na ja, gut, von mir aus. So. So, ich wäre gerne zu Hause. Danke. Ich muss sagen, wir haben schon gut das Land erforscht. Hier können wir eigentlich wahrscheinlich hier nicht mehr großartig rausholen. An Gegenden. Kost zumindest. Ansonsten wären wir jetzt hier echt am Arsch. Nochmal finden wir davon. Ich stelle erst mit drinnen nochmal diesen komischen, tollen, kleinen Spielzeugroboter auf, den wir sowieso nicht brauchen werden. Hier, nochmal einen, so zack. Geht halt so lang. Geht ein bisschen am Bett rum, aber zu viel, aber ist ja auch egal. So, das Lara-Modell. Wie können wir das denn jetzt herstellen? Müssen wir das jetzt hier am Arbeitstisch machen? Mal gucken wir mal. Pflanzkästen können wir 2 Stück machen. So, da brauchen wir noch
Genügend Zeug. Schießpulver. Da brauchen wir Holzkohle. Das kriegen wir schnell hin. Da brauchen wir 5 Stück. Holzkohle haben wir hier mehr als genug. Aha. So. Das heißt, wir kriegen schon mal das erste hier fertig. 5 Stück brauchen wir davon. Hier einen. So, hier brauchen wir noch Rohre hier. Fehlen noch 3? Echt? Fehlen da noch 3? Ja, okay, kann nicht sein. Großes Rohr, 2 Stück können wir nicht bauen, weil fehlen noch 2. Was soll das hier mit dem 1,0 jetzt irgendwie? Das sieht mir irgendwie auch gerade ein bisschen so hä aus. So, was sollten wir denn noch herstellen? So, genau. Rüsten, ja, schön. Carols Nähmaschine. Kochset. Wie soll ich denn das Kochset herstellen? Hilf mir! So, das Modell von Lara. Hör mal. Kochset. Kochset. Nein. Hier ist es nicht. Lara Modell könnte man wahrscheinlich basteln. Ein Schläger, Lederhorn, eine Eisenpfanne, die könnten wir herstellen. Porzellanteller, nein, Bronzerohre, rostige Rohre, ja, von mir aus. Also, wir brauchen 4 Bronzerohre. Nee, die kriegst du noch nicht, die 4 Bronzerohre, die brauchen wir selbst noch. Aber ich kann noch mal 2 herstellen, das sollte kein Problem sein. Unterwegs ein 1 herstellen, danke. So, neben einem rostigen Rohr brauchten wir Stahlplatten. Müssten wir 3 Stück eigentlich noch da haben. Aber nicht hier. Nicht hier. Auch nicht hier. Stahlbaum. Werden wir wahrscheinlich drinnen kriegen. Nee, Stahlplatten. Nee, Stahlplatten, Stahlrohre. Was war's denn nur? Hier ist Essen drinne. Nee. Hier ist Monsterkiste. Da kommen erstmal die Dinger hin. Hier ist ein rostiges Rohr. So, das brauchte ich definitiv schon mal. War 1. Ja, gut. Aber schon mal eine Sache. So, dann brauchen wir diese komischen Lautsprecher, die wir bauen müssen. Jetzt brauchten wir noch die Stahlplatten, ne? Stahlplatten waren es, glaube ich. Muss ich nochmal gucken. Dahin. Ach, den Schläger brauchen wir ja noch. Na klar. Haben wir ja zum Glück auch noch da. Zum Glück habe ich doch nicht alles weggeschmissen. Hier haben wir noch einen. Sehe ich mir jetzt mal vor, dass ich die ganzen Dinger doch verkauft hätte. Wüsste ich jetzt nicht, wie ich die rankriegen soll. Außer irgendwie kann ich durch irgendwelche Monster oder in Ruinen. Stahlplatten. 3 Stück bitte, danke. Aber nämlich echt keine mehr gehabt. Gut. Aber gleich 6. Es lohnt. 20 Eisenholz-Deal. So, was könnten wir hier? Verbundholzbrett? Nee, können wir gar nicht davon herstellen. Erstmal egal. Hartholz-Dielen kriegen wir wahrscheinlich hier auch hergestellt. Jo. Nichts herstellen. Carbonstahl. Bitte, danke. Ja. Reicht. Eisenbahn brauchen wir erstmal nichts herstellen. Carbonstahl bringt uns eh nichts. Bronzebahn. Jo. Fertig. Nee, nach den 2, die da fertig sind in den 27 Minuten, dann kann ich nochmal herstellen. Nur 25, das ist wohl wenig.
So, die 17 Minuten noch. So, dann braucht mir neben Stahlplatten. Was braucht man noch? Eine Eisenpfanne. Eisenpfanne. Die hatte ich doch hier drinne, glaube ich, in der Krimskramskiste. So. Nee, hier ist er nicht. Hier ist er auch nicht. Hier hatten wir eine Eisenpfanne. Mal schon mal eine haben, ganz ehrlich. So. Aber ganz ehrlich, tut man denn so jetzt in der Lara? Ach, der Kopf. Na klar. So, was brauchen wir denn noch? Lederhorn. Porzellanteller. Die 4 Bronzerohre. Von mir aus. Ganz ehrlich, hier, zack, nochmal fertigen. 40 Stück sollten reichen. Oh, Benzin ist aufgebraucht. Oh nein, wir haben kein Holz mehr. So, sollte reichen. Zack, zack. Zack, zack, zack. So, Stahlplatten. Und dann machen. Ich habe nämlich gerade keine Dings gesehen, das hat mich gerade gewundert. So, Lederhorn hier, ne? Kann ich da jetzt zweimal herstellen? Nee, immer noch nicht. Mann! Ich hatte doch hier genau die Bundseile. Komm aus mir hierher. Bitte, danke. Weiteres, danke. So dieses große Rohr. Große Rohr, fertigen 2 Stück, danke. So, das haben wir fertig. Blaues Leder. Ich jetzt, ich brauche blaues Leder. 8,6. Ach so, das ist jetzt wegen diesen 5% Nachlass. Eigentlich wären es irgendwas um die 8, aber ich brauche nur 7. Ach so, macht das jetzt Sinn. Blaues Leder kriegen wir doch von den Schlurpis, wenn ich mich recht entsinne. Das heißt also auf zu den Schlurpis. Schlurpis, wo bist du? Schlurpi, Schlurpi. Right, sir. With this, we can start drilling the tunnel as soon as Mint returns in a... Mint kann zurückkommen. Ist mir auch erstmal scheißegal. Aber der Monat muss doch eh gleich... Weil wir haben doch immer nur 28 Tage, glaube ich, in einem Tageskalenderabschnitt. Genau. Oh, dann wird beim nächsten Tag der Winter anbrechen. Cool. Und so viele Bewohner wollen irgendetwas von uns. Das ist doch mal wieder scheiße. So, aber mit Lara, das ist eigentlich eine gute Sache für Egg, denn da hätten wir noch eine zweite KI. Ob die dann am Ende so aussehen wird, wie er es eigentlich will, ganz ehrlich, ich bezweifle es mal stark. So, Schlurpis. Hier haben wir schon mal die ersten. Da haben wir blaues Leder. Ja, ja, komm. Was will ich mit einer gelben Fliege, Mensch? Genau, blaues Leder, das ist das, was ich brauche. Das ist der heiße Scheiß. Blaues Leder. Jo, so. Alter, was hat ein Flopi gerade für Angriffe gemacht? So, hier, so. Den hatten wir schon mal platt gedrückt. Alter, komm mal nie lang. Das kenne ich ja schon. So, wie ich hier irgendwie und. Hey, ihr seid ja wieder da. Blaues Leder, sehr schön. Ja.
So, 5 haben wir, mit den 7 sind wir bei 12. Da brauchen wir aber trotzdem noch ein bisschen was. So, wo waren denn die anderen Schlurbis? Die waren noch hier hinten, genau. Blaues Leder, sehr fein. Ey, geh weg hier. Lass ja mein Pferdchen in Ruhe. Hat dir gar nichts getan. Ich brauche keine gelbe Fliegen, Mensch, ich brauche blaues Leder. Was ist denn für ein komisches Vieh? Was macht das denn für einen Angriff? Hallo? Würzen, Hammer. So, können wir mehr als genug herstellen. Also, auf zurück nach Hause. Jo, irgendwie so. Pandamäuse hätte ich jetzt wahrscheinlich auch noch mal kurz massakrieren können. Wollte ich aber nicht. So, unser Pferdchen werden wir wahrscheinlich jetzt bald loswerden. Natürlich dann auch schade, aber was soll's. Oh, Stahlplatten, da braucht man ja glaube ich nur 3, ne? Ja, braucht man eigentlich nur 3. Hier, große Rohre. Nee, nicht große Rohre. Hier, Lederhorn brauchen wir. 2 Stück. Wo sind eigentlich jetzt meine anderen Pflanzkästen hin? Ich habe doch 6 gekauft. Ich weiß, ich habe 6 gekauft. Was ist denn das jetzt hier für ein Scheiß? Wo sind jetzt diese komischen Lautsprecherdinger hin? Hä? Ach, ich habe gerade die isolierten Pflanzkästen vorher gebaut, oder? Ja. Okay. Idiot. Man sollte natürlich aufpassen, was man baut. So, 3 Stahlplatten kommen. 3 haben wir schon. Auch 3. So, was brauchen wir nur noch? Porzellanteller. Wo haben wir die Porzellanteller herkriege? Hier kriegen wir heute noch einen Großteil fertig. Was fehlt eigentlich hier nochmal für? Hier brauchen wir Erde. Wir brauchen aber genauso gut auch nochmal Dünger. Gut, Dünger könnten wir aber jederzeit kaufen, ganz ehrlich. War nicht. So, ne, halt nochmal 5er. So. Scheiß drauf. So. Soll das passen? Für 4 genau. Ja, jo, 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 jo. So, da haben wir erstmal das fertig. Nehmen wir die Porzellanteller her. Na, guck mal. Nee. Ich habe schon gesehen, wofür die Porzellanteller sind. Für den Busen. So ein Schweinskram. Ich hoffe, mein Pferdchen ist morgen nicht weg. Ja, schade, wenn Pferdchen morgen weg wäre. So, dann können wir erstmal alles wegpacken, was geht.
Genau, also komm hier hin, Rinky, so, da. Pflanzkästen behalten wir auch nochmal. Mir echt nicht mehr hinterher mit dem ganzen Gedönse. So, du kommst hier hin. Was bist du eigentlich? Seegras vom Angeln. Kann ich dich hier irgendwie mit unterbringen? Auch in den Seen oder bei Fische. Fische so, fertig. So, hier noch eine Minütchen. Eine Minütchen. Mein Dünger ist weg. Ach scheiße, ich habe ja meinen ganzen Dünger aufgebraucht. Stimmt ja. So, wo kriegen wir jetzt laut Montagestation die Porzellanteller her? Bei der Tafelrunde erhältlich. In die Tafelrunde. Die Tafelrunde, das ist der Laden, der bis abends offen hat. Vielleicht auch noch bis jetzt. Nein. Gut, dann kaufen wir morgen noch die zwei Porzellanteller aus der Tafelrunde. Und ja, damit sind wir auch am Ende einer Folge angekommen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt My Time Portia. Denn dann sind wir auch schon im Winter angekommen. Und ja, mal gucken, was wir dann alles noch so anbauen können, wie die Gegend so aussieht. Und ja, überhaupt so, nicht wahr? In diesem Sinne bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein und ich sage nur noch ciao, ciao und ja, mal gucken, wie viel wir dann noch da zu tun haben werden.